Hallo ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Ich möchte ganz kurz, bevor es für mich wieder ins Homeoffice geht, ein paar Gedanken zum gestrigen Tag mit euch teilen, weil ich mir denke, vielleicht ist da für den einen oder anderen auch ein kleiner Tipp, eine kleine Empfehlung mit drinnen, die ihr vielleicht in euren Tagesablauf mit einbauen, umsetzen könnt. Mein Tag gestern war etwas holprig. Ich war unrund, nicht wirklich in der Balance und so habe ich mich abends hingesetzt und mir kurz überlegt, naja, woran hat es denn gelegen? Was war heute so anders als an normalen Tagen, dass ich mich nicht wirklich wohlgefühlt habe? Mein Fazit war, mir haben meine Routinen gefehlt. Jetzt bin ich nicht wirklich so der disziplinierte Mensch, der so einen komplett strukturierten Tagesablauf hat, aber ich habe dann doch so die ein oder andere Routine, die mir hilft, einfach gut in den Tag zu starten, und die habe ich gestern ausgelassen. Warum habe ich sie ausgelassen? Wahrscheinlich einfach daher, dass die ganze Situation einfach anders ist. Ich sage mal, das Chaos der letzten Woche hat sich gelegt, ich habe mich strukturiert, die großen Fragen rund um, wie setze ich dieses Homeoffice auf, wie funktioniert das alles, wie arbeite ich mit meinen Kollegen zusammen, das alles hat sich so ein bisschen beruhigt, es ist so ein bisschen normaler geworden, wir sind über diese Veränderungskurve so ein kleines Stück weit hinweg und der Rhythmus kehrt so ein bisschen zurück, aber eben nicht so ganz. Ich bin nicht aufgestanden wie normalerweise, habe mir mein Glas Wasser mit Zitrone und ein bisschen Salz drinnen gemacht. Ich bin nicht hergegangen und habe mich hingesetzt und habe eine kleine Runde meditiert und bin dann zum Sport gegangen, so wie ich es normalerweise mache. Sondern ich bin aufgestanden, habe kurz die Zähne geputzt, habe mich vor den Laptop gesetzt, habe mir meine Tasse Kaffee daneben gestellt und habe begonnen zu arbeiten. Ist natürlich jetzt nicht ideal. Gerade nämlich so Routinen helfen uns in Veränderungszeiten da gut drüber hinwegzukommen. Sie geben uns Sicherheit, sie geben uns das Gefühl von Normalität, sie geben uns so ein bisschen die Stabilität in dem Ganzen. Deswegen mein Tipp für euch, versucht eure Routinen aufrechtzuerhalten. Bleibt dabei, wenn ihr morgens aufgestanden seid und als allererstes eine Tasse Kaffee getrunken habt, dann steht's auf, macht's euch diesen Kaffee. Setzt euch hin, genießt das Frühstück, lest die Zeitung, so wie ihr es sonst auch getan hättet. War es für euch morgens normal, die Kinder zu wecken, mit ihnen aufzustehen, zu frühstücken, sie zum Kindergarten zu bringen? Dann probiert das. Natürlich ist es nicht ganz so möglich wie normalerweise, aber ihr könnt nach wie vor aufstehen mit ihnen, ihr könnt nach wie vor frühstücken mit ihnen und ihr könnt, anstatt sie in den Kindergarten zu bringen, eine kleine Runde mit ihnen spazieren gehen. Und dann gemeinsam in den Tag starten. Seid ihr mittags gewohnt, einen Spaziergang zu machen? Geht's raus, geht's mittags spazieren? War es für euch normal oder ist es für euch normal, es wird ja wieder normal werden, nachdem die Krise vorbei ist, mit den Kollegen Mittagessen zu gehen? Lad sie doch ein zu einem Virtual Lunch. Geht mit ihnen gemeinsam Mittagessen in dem Sinne, dass ihr euch einen Termin in den Kalender stellt, das Skype anmacht, was auch immer für Möglichkeiten, FaceTime einschaltet und gemeinsam einfach nebeneinander, miteinander Mittag esst. Ist es für euch üblich gewesen, abends mit Freunden euch zum Sport zu treffen oder auf ein Glas Bier? Auch da ruft sie an, nützt FaceTime, nützt Skype, geht in einen Online-Kurs, schaltet euch dazu, nützt alle diese Möglichkeiten, die jetzt wie so Schwammerl aus der Erde poppen, und nützt sie, um eure Routinen aufrechtzuerhalten. Was fällt mir noch ein? Was könntet ihr noch machen? Seid kreativ, euch fällt bestimmt ein, ihr wisst, wie euer Tagesablauf ausschaut. Behaltet es ihm bei. Wenn ihr es gewöhnt wart, zum Beispiel abends ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr erreichbar zu sein, schaltet das Handy auch jetzt in den Stummmodus, in den Lautlos. Ihr müsst es auch nicht jetzt in dieser Phase der Krise 24 Stunden, 7 Tage die Woche kontinuierlich erreichbar sein. Gebt euren Leuten, euren Freunden, eurer Familie Bescheid, es geht euch gut. Bleibt mit ihnen in Kontakt. Aber nützt auch diese Zeit des Rückzuges und eure normalen Verhaltensweisen, wann und wie ihr erreichbar seid.
Es heißt nicht, dass nur weil wir jetzt alle zu Hause sitzen und die Kommunikation über Telefon, über Videochats funktioniert, ihr kontinuierlich erreichbar sein müsst. Gönnt euch Pausen, gönnt euch die Pause vom Bildschirm. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch verstehen, dass normalerweise unser Kontakt viel, viel mehr über ein Gespräch vom 1:1 funktioniert, dass wir normalerweise viel mehr miteinander reden. Wir sind es nicht gewohnt, unsere Augen sind es nicht gewöhnt, kontinuierlich auf Bildschirme zu schauen. Es ist anstrengend und die Art der Kommunikation ist anstrengender als im Face-to-Face-Kontakt. Gesteht euch das ein, gönnt euch die Pausen. Wenn es euch zu viel wird, schaltet es aus, gibt es Bescheid, es geht mir gut, aber ich bin gerade im Moment nicht erreichbar. Ruft die Leute zurück, so wie ihr es sonst auch machen würdet. Und ja, das ist vielleicht auch schon der zweite Tipp neben den Routinen und sie beizubehalten, den ich euch heute gerne mitgeben möchte, ist, achtet auf euch. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass ihr gut zu euch seid. Habt euch lieb. Ganz einfach. Wir alle sind momentan in einer Ausnahmesituation. Wir sind alle so ein bisschen im Stress, wir sind ein bisschen unter Druck, wir wissen nicht genau, was passiert, es ist alles so ein bisschen Ungewissheit da, manche haben sogar Ängste, wie soll es weitergehen? Und gerade in dem Moment ist es ganz, ganz wichtig, dass wir selber zu uns nett sind. Schaut, dass ihr euch Gutes tut, macht euch was Leckeres zu essen, gönnt euch den Spaziergang, macht vielleicht ein oder zwei Nickerchen mehr, die ihr normalerweise machen würdet. Lest das Buch, das ihr schon immer lesen wolltet, legt es euch in die Badewanne, was auch immer euch gut tut, verwöhnt euch, gönnt euch gerade jetzt die Zeit, euch etwas Gutes zu tun, euch zu verwöhnen, freundlich zu euch zu sein. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt im Familienverbund so viel enger aufeinander sitzt, viel mehr Zeit miteinander verbringt, bitte geht's in die Kommunikation. Sprecht's miteinander und sagt, was euch wichtig ist. Besprecht's eure Bedürfnisse, äußert sie. Wir sind normalerweise nicht gewöhnt, dass wir mit unseren Partnern, mit unseren Familien, unseren Kindern so viel Zeit auf einem Haufen miteinander verbringen, dass wir kontinuierlich nebeneinander sind, die den Arbeitstag miteinander verbringen, den Abend, den Nachmittag, das Wochenende miteinander verbringen. Gerade da können Konflikte auftreten, da kann es zu Spannungen kommen. Wir müssen uns so ein bisschen miteinander einfinden und da wäre es mir ganz, ganz wichtig, bitte sprecht miteinander. Wenn ihr eine Pause braucht, wenn ihr Rückzug braucht, wenn ihr mal einfach 10 Minuten braucht, wo ihr einfach nichts hören wollt, nichts sehen wollt, durchatmen wollt, kommuniziert das. Sprecht das mit euren Partnern an, mit euren Ehemännern, mit der Familie, mit den Kindern. Je nachdem, wie alt sie sind, werden sie es eventuell gut verstehen. Mir wäre halt nur ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich darauf achtet, dass ihr jetzt gut in die Kommunikation kommt, um mögliche, wirkliche Konflikte innerhalb der Familie zu vermeiden. Wir alle ticken unterschiedlich, wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir alle haben ein anderes Stresslevel und gehen mit Stress und Druck und Veränderungen ganz anders um. Es ist hier wichtig, darauf hinzuweisen, wie es einem geht und was man braucht. Vielleicht habt ihr auch Wünsche an eure Familien, vielleicht braucht ihr es im Moment aufgrund der Sorgen, wie es weitergeht, wie es mit dem Job weitergeht, wie das finanziell dann funktionieren soll. Soll es wirklich zu einer Kurzarbeit kommen? Sprecht's drüber. Sagt's eurem Partner, mir täte es einfach gerade wirklich gut, wenn du mich vielleicht einfach nur kurz in den Arm nehmen kannst. Schaffen wir das? Kannst du mir das sagen? Ja, daher mein Aufruf. Seid's nett zu euch. Geht's in die Kommunikation mit eurer Familie. Tut euch was Gutes, gönnt euch ein gutes, leckeres Essen, gönnt euch das Glas Wein am Abend, legt euch in die Badewanne, lest das Buch, baut das Puzzle, das ihr ewig bauen wolltet, bestellt euch
einen tollen neuen Sneakers, den ihr dann, wenn wir aus dieser Krisenphase, wenn wir in ein paar Wochen wieder im normalen Leben zurück sind, ausführt und ganz stolz präsentieren könnt. Den neuen Mantel, den Bikini, auf den ihr euch freut, weil ihr ihn dann im nächsten Sommerurlaub anziehen könnt. Ja, seid kreativ, tut euch was Gutes, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Zeit für euch hinzuspüren, was tut mir gut, was tut mir in meinem normalen Umfeld gut. Behaltet die Routinen bei, die euch gut tun, verändert eure Tagesstruktur nicht zu sehr oder vielleicht ist es auch gerade jetzt an der Zeit und ihr wart immer schon dabei und drauf und dran, eine neue Morgenroutine zu etablieren. Dann nützt die Zeit jetzt, führt diese Morgenroutine jetzt ein, gestaltet sie neu. Mein Anliegen wäre einfach, schaut's auf euch, passt gut auf euch auf, seid nett zu euch, bleibt in den Routinen, gebt euch diese Sicherheit. Und in diesem Sinne starte ich jetzt ganz normal in meinen Arbeitstag. Für mich geht es jetzt wieder an den Laptop. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Stay safe, stay home. Alles Gute, bis bald, eure Martina.